Ich komme gleich wieder. Vielleicht sind hier ja noch mehr gefangen. Also er war ja, ich meine, ihn habe ich ja mitgekriegt, dass der hier gefangen war. Aber nicht, dass hier diese Nasrin auch mit hier drin ist. Türen kann ich hier keine mehr öffnen. Da hinten ging es raus. Ich sehe mich erstmal noch ein bisschen um. In der Hoffnung, vielleicht noch jemanden zu finden, den sie hier eingekerkert haben. Hier ist mehr Schein als Sein, ha? Oh, hier ist noch was. Nee, das ist nur ein Haufen Dreck, der hier drin ist. Okay. Da geht's nicht rein. Da ist nochmal irgendwas. Da ist Munition und Konsorten, okay. Ah, okay. Ach so. Verdammt. Gibt's hier denn irgendwie... Ja, nee. Also nicht wirklich. Das hier ist wieder mehr Schein als Sein. Ja. Bitte, da komme ich wahrscheinlich nie rauf. Da hat jemand Reifen eingesperrt. Das ist, glaube ich, der Ausgang gewesen. Ja, okay. Gibt es anscheinend wirklich keinen mehr. Immer noch da unten. Mensch, Junge, was ist doch mal los? So, ich weiß es nicht. Wo waren denn die Munition? Ich glaube hier. Da ist meine Tür geschlossen. Da muss ich wahrscheinlich rein. Ja. Toll. Muss ich von der anderen Seite rein. Was ist das denn? Da habe ich gesessen. Da hat er gesessen. Da konnte man nicht runter. Okay, ja gut, dann gibt es ihn wahrscheinlich nur zu befreien. Okay, das habe ich hingekriegt. Dann verschwinden wir jetzt mal. Wo war das denn jetzt? Oh, oh! Toll. Toll. Komme ich denn um das Gebäude rum? Hier? Ja, hier komme ich rum. Nee, komme ich nicht. Da komme ich gar nicht um das Gebäude rum. Toll. Achso, brauche ich ja theoretisch auch gar nicht, sehe ich gerade. Ich habe doch Granaten. Molotovs werfe ich jetzt nicht so häufig. Ich lasse ihn einfach da. Ja, das ist passt schon. Ja, nicht so schnell. Wir werden beschossen, wo kam das her? Verstanden. Deckung, zurück!
hier los, ey? Habt das bald? Ist ja widerlich. Achso, Moment. Ja. Danke. Ja. Achso, ich dachte, das ist ein Molotow-Spawn. Als nichts. Voice hier, die Dinge liegen jetzt anders. Wir sollten reden. Warum kommen Sie nicht mal in Sefapane vorbei? Okay. Der ist wo, der Laden? Ich da jetzt. Oh. Ich glaube, da fahre ich mit dem Bus hin. Ein schönes Auto. Gerade erst geklaut, weißt du? Okay, aber der wartet anscheinend in einem Waffenladen. Meine ich doch, oder? Oder habe ich das falsch gesehen? Ah, ne. Nicht wirklich. Ja. Da ist auch... Ah doch, da wäre ein Waffenladen. Da fahre ich direkt dran vorbei. Das ist cool. Okay, alles klar. Dann weiß ich ja einen Weg, den ich fahre. War nicht so schön, aber selten. Jupp, der Wagen ist besser. Thank you.
Sakto. So. So, Berenice. Sind wir schon mal hier? So, wir müssen ganz nach oben in die Ecke. Nö. Nö. Jo, den nehmen wir. Sehr gut. Ja, von wegen. Nicht betrogen werden. Aber immerhin, ich habe ihn ja gerettet. 81% schon. Es geht voran. Und ich habe immer nur diese Scheißautos, Entschuldigung. So, beim Waffenladen könnte ich mir vorstellen, dass ich da vielleicht wieder ein besseres Auto finde. Sehr schön. Auf die Straße konzentrieren. Ich hätte hier auch den kurzen Weg über die Berge. Ich würde sagen, ich hätte auch den kurzen Weg über die Berge nehmen können, aber ich wollte ja zum Waffenladen. Warum die hier gehalten haben. Säufer. Aber gut. Was soll hier schon passieren? Außer, dass plötzlich ein Söldner in der alten, klapprigen Kiste angewackelt kommt, die niederschießt und ihren Wagen klaut. Hier gerade nicht her. Alles gut. Ah, so, besser. Mal ja den Lachs. Den will ich haben. Ich will trotzdem das Pfeilgewehr haben. Hat er sich jetzt auch genommen. Sehr gut. Hiervon habe ich alles. Davon habe ich alles. Munition habe ich anscheinend auch genug. Jetzt fühle ich mich wieder wohl. Ich hasse euch. Mal der kurz. Lag doch auf der Waffe. Doch nicht? Warum kann ich mir eigentlich nicht die Waffen nehmen, obwohl er die geschultert hat? Seufz. Okay. Gucken wir mal. Also. Ich würde sagen, Viola muss sich da noch draufhalten. Da hinten habe ich noch ein Auto gesehen, das vielleicht gleich vorbeikommen könnte. Wahrscheinlich ausgeschnitten.
Kisten als ich. Was ist jetzt? Hier gibt's auf jeden Fall wieder Muni. Ich weiß zwar nicht, ob... jetzt brauche ich Muni. Hallo! Aber Schluss hier! War das nicht das, wo wir den LKW abgeliefert haben und das Ding in die Luft gejagt haben? Ja, schon. Ich meine nicht, oder? Das war doch auch eine teilweise Waffenstillstandszone. Ja, falls nicht, kurz abschalten. Kein Stress. Ja, ich auch nicht. Kein Bock drauf. Ah, da muss ich rein. Wie geht's, Bruder? Waffen nicht gestattet, ich behalte sie hier. Die Verbindung ist scheiße, Mann. Hör zu, wir brauchen Verstärkung. Die APR meint es ernst. Ich weiß nicht, was mit dir ist, aber ich will meinen Kopf behalten. Was? Warum das? Ich will das nicht hören. Wenn ihnen die Kugeln auf... Hier funktioniert echt nie was. Wen haben wir denn da? Was ist ihr Geheimnis, Mann? Können sie über Häuser springen oder sind sie kugelsicher? Beides. Dann Tuve ist tot, das wissen sie sicher schon. Ja. Sie sind mir egal, beruht bestimmt auf Gegenseitigkeit, aber es ist beschissen. Ich will kein scheiß Warlord sein. Oh, okay. Ich habe diese Typen und ihren Schwachsinn so satt. Ich brauche jemanden, mit dem ich Geschäfte machen kann. Also Schluss mit Tambossa. Ah. Und ich will, dass sie ihn töten. Sie sind perfekt dafür. Okay. Aber er will kein Warlord sein. Es sind Ogon Sidiko, jede Menge Wachen, da brauchen sie richtig Feuerkraft. Die Kohle stimmt auch. Hier sind die Details. Hier bin ich. Hier bin ich. Gib her, gib her, gib her, gib her. Na, endlich. Ja, Kohle stimmt. Ich gehe ins Hauptquartier zurück im Hafen. Kommen Sie dorthin, wenn Sie fertig sind. Alles klar. Hallo, darf ich? Danke. Wo sind meine Waffen? Lachst du so dämlich? Also diese haarigen orangen Spinnen gesehen? Heute Morgen waren die Zeltwände voll von den Biestern. Hör einfach auf. Was? Heute sind es Spinnen, aber morgen könnten es Heuschrecken oder Ströme vom Blut sein. Ess dich ab, Mann. Dieser blöde Söldner macht uns alle verrückt. Sag, was du willst. Ich bete jedenfalls wieder. Solltest du auch machen. Ach, ihr seid doch witzig. Ich nehme den Weg hier hoch. Müsste eigentlich auch gehen. Okay.
lieber einen Abstecher zu meinem Unterschlupf. Nicht durch die Stadt. Ich glaube, da hinten ging es lang. Ja, hier geht's lang. Ich muss mal kurz aussteigen. War hier nicht irgendwo mein Unterschlupf? Nein, wohl nicht. Toll. Ich finde das immer so interessant, dass diese geheimen und sicheren Unterschlüpfe ausgeschildert sind. Na gut, es hat ja nie jemand behauptet, glaube ich, dass sie geheim sind. Und wenn, dann sollte es auch keiner behaupten. Ja, irgendwie. Na gut. Okay, ja, ne? Zumindest kriege ich jetzt ein richtiges Auto. Und ich könnte mir jetzt sogar was leisten. Ich habe jetzt wieder richtig Kohle bekommen. Okay, wenn ich da hinten runterfahre, würde ich sogar... Ach, weißt du was? Mache ich doch auch. Ich will kurz zu dem Waffenladen. Liegt ja auch auf halber Strecke. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich jetzt nicht durch den Fluss fahre, sondern ich muss an dem Fluss entlang. So, und zwar da oben. Über die Brücke. Da hinten ist was, aber... Oh, das ist eigentlich egal. So, zumindest hat schon mal mein Auto richtig Feuerkraft. So, aber erstmal... Ich kann das jetzt nicht wirklich mehr viel bewegen. Bewegen wir den. Oh, oh. Was war das denn? So. Erstmal kurz beim Waffenladen ein bisschen einkaufen und dann
können wir da erstmal richtig hier Halligalli machen. Was haben wir denn hier? Was können wir denn hier noch nehmen? Ich weiß nicht, ob ich mir Waffen kaufen soll. Ich guck mal nach Verbesserungen. Okay. So. Handbücher. Mist, ich weiß gar nicht mehr, welches was war. Verdammt. Ich weiß auch gar nicht mehr, welches ich jetzt eigentlich fahre. Jeep Liberty? Nee. Sumpfboot? Buggy? Auch nicht. Großer Truck? Kampftruck? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, welche, weißt du was? Vorsichtshalber nehme ich beide Jeeps. So, dann bin ich auf Nummer sicher. Will ich das nochmal verbessern? Verlässlichkeitsverbesserung. Hier auch nochmal. Und das Pfeilgewehr hatte doch auch noch irgendwas. Hatte ich doch gesehen. Genau. Präzisionsverbesserung. Na gut. So. Jo. So. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den Jeep erwischt habe. Also meinen, den ich da habe. Naja. Ich dachte, das wären nämlich die, die nicht bewaffnet sind. Weil ein Truck ist es... Also ein Truck ist es nicht. Aber... Oh. Okay. Moment, das ist erstmal wichtig. Von welcher Seite greifen wir an? Überlegen.